Weiter geht's am Boot mit der Lackierung. Die Grundlage wird blau. Zuerst wird das gesamte Boot blau lackiert, dann abgeklebt und die Stellen, die nachher rot werden, werden in der Folge rot lackiert. Zum Schluss wird das Klebeband abgezogen und dann kommt endlich die originale Farbgebung zum Vorschein. Es ist sehr wichtig, dass man hier sehr sauber arbeitet mit dem Klebeband, aber es müssen manchmal noch vereinzelte Stellen nachgearbeitet werden, die nicht so ganz sauber geworden sind beim ersten Anlauf. Danach werden weitere Teile wie der Laderaum, die Ladeluken und weitere Decksaufbauten lackiert und zum Schluss das Boot zusammengesetzt. Dann lackiert ist das Boot fertig für die erste Testfahrt mit Farbe in unserem bewährten Testbecken. Es funktioniert alles soweit sehr gut und wir haben uns entschlossen, das Boot nun in größeren Gewässern auch einmal fahren zu lassen. Dazu bot sich die Gelegenheit beim Sommerfest des Modellbauclub Lahntals in Bad Ems. Dort gibt es ein 40 x 13 Meter langes Becken nur für Modellschiffe, das am Jubiläumstag auch von Gästen befahren werden durfte. Unser Containerschiff hat sich sehr gut geschlagen und wir haben auch eine neue technische Entwicklung mit an Bord gehabt. Auf der Brücke haben wir eine Kamera montiert, die über eine 5,8 GHz Funkstrecke ein Live-Bild an Land gesendet hat. Und so sah das Bild dann auf dem Display aus. Es funktioniert allerdings nur mit 5,8 GHz. Mit 2,4 GHz Funkkameras erreicht man zu viele Störungen, da die Fernbedienungen diese Frequenz erheblich stören. Nicht nur zu Wasser, auch zu Lande gibt es Neuigkeiten, nämlich von der Containerbrücke, die inzwischen auch weiter lackiert wurde und inzwischen auch dann mit dem Boot zusammen getestet wurde. Hier liegt das Boot an der Terminal-Kaimauer und wir probieren nun das erste Mal einen Container mit dem Kran aus dem Boot zu heben. Die Sailguides haben wir zum Teil wieder entlackt. Sie werden auch wahrscheinlich ohne Lack bleiben, weil die Container dort besser gleiten. Prinzipiell funktioniert der Be- und Entladevorgang aber schon ganz gut. Wenn die Container ein Dach haben, das dünn genug ist und das Metall im Container, das von den Magneten im Spreader angezogen wird, somit sehr nah am Spreader dran ist, können sogar zwei 20-Fuß-Container auf einmal gehoben werden. Solche Twin 20 Hübe sind im Vorbild auch normal und es funktioniert auch hier im Modell. In dem Sinne sage ich tschüss bis zum nächsten Video. Am Kran gibt es sicherlich noch einiges zu basteln, genauso wie am Boot. Aber insgesamt macht das schon sehr, sehr viel Spaß.